Gerechtigkeit bedeutet. Gerechtigkeit heißt für mich zum einen Chancengleichheit verwirklichen, heißt zum anderen aber auch, dass man auch über Verteilungsgerechtigkeit sprechen muss und dass es für mich, für uns Jusos nicht akzeptabel ist, wenn so viele Menschen unter armen Verhältnissen leben müssen, dass man dagegen vorgehen muss. Gerecht ist für mich ein System, wo das Prinzip gilt, dass sich Leistung lohnt, aber auch jeder nach seiner Leistung entlohnt werden soll. Für uns ist Gerechtigkeit sicherlich ein ganz wichtiges emotionales Thema, denn wenn man sich nicht ungerecht behandelt fühlt, hat man Spaß, etwas zu tun. Ich glaube, dass jemand, der arbeitet in diesem Land, Vollzeit arbeitet und 3 Euro die Stunde bekommt und auf Zusatzleistungen angewiesen ist, dass das ungerecht ist, das kann nicht sein. Deswegen wollen wir einen Mindestlohn, dass jeder davon leben kann, wenn er arbeiten geht. Ich glaube, dass Gerechtigkeit nicht heißt Ergebnisgleichheit. Und ich denke, dass wir mit der Umverteilungsdiskussion, die wir derzeit in Deutschland führen, oft zu Lasten der Unternehmer, eine völlig falsche Richtung einschlagen. Ich sage einfach mal, gerecht ist es, wenn es den Betrieben und den Gesellen gut geht. Das ist eine Gerechtigkeit.